Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 7. Juli. Heute dabei Alibaba, Nike, Instagram, Soundcloud, Bitcoin, Lieferando, Pokémon Go und Pokémon. Fangen wir mit Alibaba an. Alibaba, das ist ja der große Amazon-Konkurrent aus dem asiatischen Raum, um es mal so zu umschreiben. Tja, und was haben die jetzt gemacht? Die haben mal eben ihren eigenen Echo gebaut. Der heißt Tmall Genie, also Genie wie halt wie so ein Flaschengeist entsprechend. Und Tmall ist halt ja irgendwie der Shop, der Marktplatz davon, also die Shopping-Site von Alibaba. Also im Endeffekt wie Amazon und der Echo, halt Tmall und der Genie. Und ja, der sieht halt auch aus wie ein leicht gekürzter Amazon Echo. Und der ist jetzt in einer limitierten Beta für 499 Yen, ist das glaube ich. Also auf jeden Fall umgerechnet, machen wir es mal einfach, $73.39 vorbestellbar. Und die Dinger werden am 17. Juli rausgeschickt. Ist natürlich für uns jetzt weniger interessant, weil das Ding hier nicht in Europa funktioniert. Oder vielleicht funktioniert es, aber wenn man es aktivieren will, dann muss man Tmall Genie sagen und nicht in Englisch oder Deutsch oder sonst wie, sondern in Mandarin. Also auf jeden Fall limitierte Zielgruppe hier, aber interessant zu gucken, was daraus vielleicht noch wird. Was aber wohl definitiv wird, das ist, dass Nike nicht nur auf dem Alibaba-Konkurrenten Amazon ihre Schuhe verkauft. Das hatten wir auch in der letzten, also nicht in der letzten, sondern in einer der letzten Geek Talk Daily Folgen, sondern Nike wird auch auf Instagram verkaufen. Das kam jetzt raus durch ja, den Nike-CEO Mark Parter, der bei einem Earnings Call für die Börse letztendlich die Aussicht gegeben hat, was die halt so machen. Und da ist das eben gefallen, dass Nike auch auf Instagram Schuhe verkaufen wird. Und wenn wir schon bei Instagram sind, auch eine kleine Neuigkeit für die, die Instagram Stories benutzen, wie zum Beispiel ich. Denn darauf kann man nun reagieren, nicht nur mit Texten, sondern auch mit Fotos und Videos. Ist kein Riesen-Update, aber eine Kleinigkeit und bestimmt für einige eine lustige, schöne Sache, wenn man auf eine Story reagieren möchte. Soundcloud, die Musikplattform, die ja in Berlin und New York unter anderem beheimatet ist, die streicht jetzt ja, das Personal zusammen. Das heißt konkret, 173 Mitarbeiter müssen gehen und die ganzen Teams werden konsolidiert in zwei Büros und entsprechend eben in New York und in Berlin. Ja, Spotify, eigentlich eine riesen Plattform und unter anderem mittlerweile mit $700 Millionen bewertet, ist ja durchaus als Übernahmekandidat immer mal wieder im Gespräch. Es war halt auch mal Spotify angeblich dran, dann dieser und bislang hat sich aber nichts getan. So, jetzt streichen sie auf jeden Fall ihr Personal zusammen und mal gucken, was daraus noch wird. Vielleicht hübschen sie sich auch für eine Übernahme auf. Nächstes Thema, Bitcoin. Lieferando, die sind meines Wissens, glaube ich, auch in Berlin beheimatet. Also es ist ein schöner Übergang, Soundcloud zu Lieferando. Die akzeptieren jetzt auch Kryptowährung für eine Bestellung, und zwar Bitcoins. Selbst hat Lieferando gesagt, dass mehr als die Hälfte aller Nutzer online auch bezahlen, also nicht nur online ordern, sondern auch wirklich dann eine digitale Bezahlmethode benutzen und entsprechend nicht vor Ort dem Pizzaboten das Geld in die Hand drücken. Und jetzt ist der konkret der nächste Schritt, eben dann auch Kryptowährung zu akzeptieren und in dem Fall halt Bitcoin. Das wäre als Beispiel für eine Pizza von 7 Euro dann 0,003 Bitcoins, denn der Bitcoin liegt ja derzeit bei 2.300 Euro. Ja, kann man machen. Vielleicht sollte man aber auch die Bitcoins einfach behalten und mal warten, was daraus noch wird. Und zuletzt ein Thema, was natürlich mir wieder sehr am Herzen liegt. Nee, ist nicht Snapchat, ist Pokémon Go. Ja, Pokémon Go hat nun sein einjähriges, je nach Sicht der Dinge, also am 6. Juli ist es gestartet, damals halt noch nicht in Europa, sondern nur in Japan und in den Staaten, aber sei es drum, es wird rund um die Welt wird halt gefeiert und zwar vom 6. Juli um 13 Uhr
nicht unsererseits, sondern PDT, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was das ist, aber egal, wenn ihr das hört, dann wird halt auch in Deutschland gefeiert. Und zwar bis zum 24. Juli. Und ja, was passiert da? Es gibt ein besonderes Feature, wo man so ein Paket im Shop kaufen kann. Ist jetzt nicht so der Buller, weil man halt auch Geld ausgeben muss. Und da sind dann diverse Sachen zusammengepackt für einen relativ guten Kurs, die meiner Meinung nach eigentlich jetzt nicht gebraucht werden. Also in der Jubiläumsbox sind reduzierte Brutmaschinen, Top-Beleber, Hyperbälle und Raid-Pässe. Die kann man sich entweder A so erspielen oder B einzeln kaufen und das macht mehr Sinn. Aber was noch ganz schön ist, ist, es gibt wieder einen besonderen Pikachu. Es gab ja bereits einen zu Weihnachten mit einer Weihnachtsmütze und einen, glaube ich, rund um Karneval rum mit einer Karnevalsmütze, was aber nicht mit Karneval zu tun hatte, sondern mit irgendwas Japanischem, glaube ich. Und jetzt gibt es einen Pikachu mit der Mütze von Ash, der, weiß nicht, der Trainer von Pikachu ist, glaube ich. Ich stecke ja nicht so in der Welt, ich finde nur das Spiel gut. Und ja, das passiert jetzt gerade. Also kein weiterer Event drumherum, aber ansonsten passiert ja auch ja vor Ort noch ganz viel. Also letztens waren hier in Oberhausen, das ist halt in der Nähe hier von Dortmund, wo ich sitze, das dann ein Event war. Und ja, schauen wir mal, was Niantic und Nintendo da noch in petto hat. Und bleiben wir generell beim Thema Pokémon. Und diesmal nicht Pokémon Go, sondern einfach mal Pokémon an sich, beziehungsweise die Pokémon Kids Tour. Denn die findet jetzt statt in zwei Schweizer Städten ab Mitte Juli. Ist eine schöne Sache für die, die Kinder haben. Da bin ich jetzt im Prinzip erstmal raus. Aber wenn eure Kinder in der Schweiz sind, oder wenn ihr in der Schweiz sitzt, wenn ihr zuhört und die auf Pokémon stehen, dann schaut oder beziehungsweise lest euch doch einfach mal den Link durch in den Shownotes zu der Pokémon Kids Tour, die der Poughkeepsie da geschrieben hat. Und damit wäre es das auch für heute. Also, Woche ist zu Ende oder beziehungsweise nicht, der letzte Tag. Freitag ist angebrochen. Ich hoffe, den kriegt ihr auch noch rum und habt dann ein schönes Wochenende. Wetter sieht auch ganz gut aus. Von daher entlasse ich euch ins Wochenende oder muss ich ja nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nächste Woche übernimmt der Jan und wird euch durch den Geek Talk Daily leiten. Also, wir hören uns dann wieder in 3 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.